So wird Taylor Swift heute Abend in Gelsenkirchen zu sehen sein. Rund 60.000 Besucher werden beim ersten Deutschlandkonzert des Megastars erwartet, deren Eras-Welttournee bereits seit März letzten Jahres läuft. Nicht nur Swift, auch die Fans glitzern hier und haben massenweise Freundschaftsbändchen zum Tauschen mitgebracht. Schon seit dem Morgen stehen die ersten in der Schlange vor der Arena. Wir wollen so weit wie möglich vorne stehen. Und wir lieben halt Taylor schon Ewigkeiten und wir haben sie lange noch nicht gesehen so. Unter den Fans auch internationale Besucher, etwa aus Kanada. Denn die Tickets waren wesentlich günstiger und leichter zu bekommen. Der Hype um Taylor Swift schwappt an den drei Konzerttagen in die Stadt, die sich angeregt durch die Petition einer 16-Jährigen in Swift-Kirchen umbenannt hat. In der Innenstadt gibt es eine Fanzone, die sogenannte Taylor Town, mit Selfie-Station, Karaoke und Tanzen. Bis Freitag erwartet Gelsenkirchen 200.000 Swifties und erhofft sich positive Effekte, nicht nur wirtschaftlich. Dass Menschen sich die Stadt ein bisschen intensiver anschauen und dann entweder entscheiden, wiederzukommen oder entscheiden, länger zu bleiben oder entscheiden, an der einen oder anderen Stelle auch gute Kommunikation für Gelsenkirchen zu machen. Bei Kartenpreisen von bis zu 600 Euro kann wohl nicht jeder Swift-Fan heute dabei sein. Aber das Treffen in der Community ist für viele hier genauso ein Erlebnis. Yeah!